herzlich willkommen heute zum Thema Minimalismus und dazu, was Minimalismus mit Gesundheit zu tun hat. Ein bisschen nämlich, wobei Minimalismus sich in viele andere Themen mit einhakt, die mit Gesundheit zu tun haben. Und in meinen Augen ist das neben Ernährung der andere entscheidende Bereich, den man zu beachten hat, wenn man gesund sein will, nämlich Minimalismus schlägt auf die Psyche. Wenn es sowas gibt wie die Psyche, seit ich weiß, dass es Esssucht gibt und seit ich weiß, dass alle Gefühle eine biochemische Entsprechung im Hirn haben, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es sowas wie die Psyche überhaupt gibt. Oder ob alles einfach nur Biochemie ist. Oder beides. Oder ob psychosomatisch alles auch somatopsychisch ist und so weiter und so fort. Also wir haben zwei Komponenten, die, wie ich finde, zur Gesundheit am entscheidendsten beitragen. Das eine ist, wie wir essen, beziehungsweise ob wir rauchen, saufen, fressen. Und das andere ist Mindset, Gedanken, Stress und alle diese Sachen. Und ich habe das Thema schon mal ein bisschen angesprochen in meinem Video über das Hausarztpraktikum. Denn da sitzen die meisten Leute halt beim Hausarzt, sind krank und klagen darüber, dass ihr Leben so schrecklich ist. Weil sie ganz viel arbeiten gehen und dabei schlecht bezahlt sind, weil sie Angst haben vor Grundsicherung, wenn sie in Rente gehen. Und weil sie einfach, ja, sie haben einfach Probleme. Und unsere Gesellschaft ist natürlich auf Konsum ausgerichtet. Und ich glaube, das ist spätestens seit dem Wirtschaftswunder, zumindest in uns Deutschen drin. Ich glaube, was ist aber mit Sicherheit auch bundesweit drin. Und Leute, die Konsum meiden, sind schon sehr, sehr rar gesät irgendwie in der Gesellschaft. Hängt vielleicht auch davon ab, in welchen Gesellschaftsschichten wir uns bewegen, denn ich denke, unter Ärzten, da kommt absolut niemand auf die Idee, Minimalist zu werden oder Frugalist oder Konsum zu meiden. Schließlich arbeiten die ja 60 Stunden die Woche, um 5.000 Euro brutto zu verdienen, um sich dann was zu gönnen. Minimalisten gönnen sich nicht materielle Sachen. Oder doch, sie gönnen sie sich vielleicht auch, aber sie kaufen sie dann gebraucht oder ihnen wird klar, sie brauchen die überhaupt gar nicht. Oder sie arbeiten vielleicht gar nicht so viel wie Ärzte, sodass die keine Kompensationsmechanismen brauchen für ihre Scheißgefühle, die ihnen das Hamsterrad Arbeit mit auf den Weg gibt. Und dann kann man anfangen zu denken. Geld. Sachen kaufen. Brauche ich Sachen wirklich? Was mache ich mit meinem Geld wirklich? Und wenn ich meine Arbeit reduziere, weil ich weniger Geld brauche, weil ich weniger Sachen kaufen muss, was mache ich dann mit meiner Zeit? Und was würde mich glücklich machen? Das sind natürlich Fragen, die sich ein Arzt nie stellen muss, denn die Frage kommt nie auf, was mache ich mit meiner überschüssigen Zeit? Die Frage kommt aber sehr wohl auf, wenn man sich fragt, welche Alternative habe ich zu meinem vielleicht beschissenen, unerfüllenden Job? Und dann bin ich beim Thema mehr Geld für mehr Leben. Vielleicht ist es sinnvoll, wenn man einen derartigen hochbezahlten Job nachgeht, da er aber keine Freude und keine Sinnhaftigkeit verschafft, wenn man dann weniger Geld ausgibt, sprich Minimalist ist, und den Rest des Geldes dann investiert, um sich später davon frei zu kaufen. Das kann man machen, indem man in Aktien-ETFs investiert, wo man sich dann ein Portfolio zusammenstellt, was im Idealfall einen Index abbildet, sodass man über die Jahre um die 10% Gewinn macht. Und da muss man sich gleichzeitig klar sein, dass man Anteile an Unternehmen besitzt, die Sachen verkaufen und dass man darauf angewiesen ist, dass andere Leute, man selber nicht, diese Sachen konsumieren, dass diese Leute weiter im Hamsterrad rumlaufen müssen, um arbeiten zu gehen, um Geld zu verdienen, um Sachen zu kaufen, die sie nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen, von Geld, das sie nicht haben. Ja,
Dennoch lohnt es sich, das Konzept zu durchdenken. Und man kann natürlich auch anders investieren als in Aktien-ETFs. Dass man sich einfach mal fragt, okay, wenn ich weniger kaufe und wenn ich weniger Geld brauche, und da geht Minimalismus in Frugalismus über. Wenn ich ein bescheideneres Leben lebe, was sowieso schon von allen Weltreligionen jemals empfohlen wurde, das tut unserer Psyche nämlich gut, ein bescheidenes Leben zu führen, sowohl im Essen als auch im Konsum. Wenn ich ein bescheideneres Leben führe, dann brauche ich die viele Arbeit, die ich da reinstecke, das ganze Geld zu verdienen, auch nicht kompensieren. Ich weiß nicht, wie viele Leute jeden Tag 2 Stunden verschwenden, um nur zur Arbeit hin und zurück zu fahren. Wie viele Leute, weil sie 40 Stunden arbeiten müssen oder wollen oder glauben, es machen zu müssen, das dann wieder mit vermehrt Urlaub kompensieren müssen. Also Ärzte müssen deswegen besonders oft im Jahr und besonders weit weg Urlaub machen, um das zu kompensieren. Und natürlich müssen sie auch ein Haus kaufen und eine Kinderfrau kaufen und eine Putzfrau kaufen und sehen ihre Kinder nicht aufwachsen und diese ganzen Sachen. Also man muss sich halt fragen, was fordert das viele Arbeiten denn für mich an Kompensation? Und muss ich vielleicht dann rauchen, saufen, fressen, um diese schlechten Gefühle von der Arbeit wieder irgendwie auszulöschen? Also kann man sich da fragen, mehr Geld für mehr Leben? Okay. Okay, lohnt es sich jetzt hier das überschüssige Geld, lohnt es sich weiterhin so viel zu arbeiten, um dann entsprechend viel Geld auf Seite zu legen, um dann irgendwann nicht mehr arbeiten zu müssen? Oder weniger arbeiten zu müssen oder sowas. Und so kommen viele Leute dann auf die Idee, ja, finanzielle Freiheit, ich will finanziell unabhängig sein, ich will jetzt ranklotzen bis zum Abwinken, um dann davon leben zu können und dann nur noch das machen zu können, was ich machen will. Und die Idee ist soweit so gut, außer dass natürlich, während ich jetzt ranklotze und mich überarbeite, um vielleicht in 10, 15, 20 Jahren so viel Geld ranzuschaffen, dass ich davon dauerhaft leben kann, ja, würde ich jetzt das Thema verfehlen und sagen, Minimalismus und Gesundheit. Denn da nützt einem der ganze Minimalismus nicht, dass man dann gesund bleibt. Möglicherweise kann man natürlich dann nach diesen 20 Jahren sagen, so jetzt schone ich mich, jetzt fange ich an, gesund zu ernähren, jetzt mache ich regelmäßig Sport. Ich denke hingegen, nö, da gibt es bestimmt auch einen Kompromiss. Denn, und ich bin der Einzige, der darauf kommt, weil ich Assistenzarzt werde, während ich schon Mitte 40 bin. Ich bin nicht mehr gewillt, die Kompromisse zu machen, die andere Leute in ihrem Beruf zu ma machen. Denn die habe ich alle schon mal gemacht, nämlich ich mit Mitte 20 habe ich Kompromisse gemacht, nämlich Nachtdienste im Hotel geschoben, um dann irgendwann eine berühmte, reiche Schauspielerin zu werden, was nicht geklappt hat. Deswegen kann ich diese Kompromisse jetzt für das Arztdasein nicht mehr machen. Also denke ich einen Schritt weiter, so weit wie andere Ärzte niemals denken. Denn gibt es auch noch was anderes als Klinikalltag? Gibt es noch was anderes als jetzt zu ackern wie bescheuert, um später dann die Früchte davon zu tragen. Und dann denke ich mir, ja, vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, jetzt schon das zu tun, was ich tun will und damit Geld zu verdienen. Das heißt, dann, wenn ich die Sachen, die ich sowieso tun würde, auch unabhängig von Geld, jetzt schon machen kann, aber damit Geld verdienen kann, wäre ich ja jetzt schon in Rente. Und das ist die Idee des Lifestyle-Business. Da gehe ich gedanklich in eine Richtung, in die fast niemand in unserer Gesellschaft geht. Ich bin auf das Konzept gestoßen durch Natalie Sisson. Die war ein digitaler Nomade. Also ist sie jetzt nicht mehr. Sie hat das 6, 7, 8, 9 Jahre oder so gemacht. Sie hat sich jetzt ein Haus gekauft, sich niedergelassen und sich wieder einen Job gesucht, weil sie alles gemacht hat. Sie hatte ein Unternehmen, was allein von ihrem Computer aus funktionierte, überall auf der Welt. Und sie ist quer durch die Welt gereist und hat halt dann quasi gearbeitet, wann sie arbeiten wollte. Und dabei auch noch mehr verdient als die meisten Ärzte. Und dann denke ich, okay, das ist Faust aufs Auge. Ich bin mir nicht sicher, ob das jeder machen kann. Theoretisch wahrscheinlich ja.
Ja, wahrscheinlich kann das jeder machen, aber die meisten Leute kennen das Konzept nicht. Sogar die meisten Ärzte kennen das Konzept nicht und deswegen können sie das nicht machen. Heißt, man macht vom Internet aus was man sowieso machen würde, selbst wenn man dafür kein Geld kriegen würde, nimmt dafür aber Geld und verdient dann Geld. Und da kann man dann immer noch sehen, wie gleicht man seine Zeit und sein Geld aus. Wie viel will man davon wieder investieren? In welche Optionen auch sonst? Seien es Aktien, ETFs oder sei es was völlig anderes, ein Unternehmen, was Solaranlagen herstellt oder keine Ahnung. Und natürlich auch da spielt immer noch eine Rolle, wie viele Sachen kaufe ich, brauche ich, will ich haben, will ich putzen, will ich unterhalten und wo kann ich Geld einsparen? So, und jetzt habe ich so einen riesen Bogen gemacht um alles, was abgesehen von Essen noch zur Gesundheit beiträgt. Nämlich so ein reines Gewissen mit seiner Arbeit, Freude an seiner Arbeit, ausreichend Geld durch seine Arbeit, ein Gefühl von Sicherheit durch seine Arbeit, gleichzeitig aber vielleicht auch nicht arbeiten müssen, nicht abhängig sein von einem Chef, die Möglichkeit haben, gehen zu können, wenn der einen scheiße behandelt, Grenzen zu setzen. Und alle diese Sachen, Minimalismus ist ein Steinchen in diesem ganzen Komplex, denn Minimalismus erlaubt es einem, Abstand zu nehmen vom Konsum. Das ist ein Konzept, was es geschafft hat, nicht Konsum als erstrebenswert zu erachten, sondern das Gegenteil davon. So eine Art Antikonsum oder so eine Art bewusster Konsum. Und immer bringt einem Bewusstheit über Sachverhalte, denke ich, Balance, Gleichgewicht, Sicherheit und so weiter und so fort. Wenn man sein Geld im Griff hat und sein Essen im Griff hat, bringt einem das auch Sicherheit, Ruhe, Gelassenheit. Ne? Man wird nicht so schnell aus der Bahn geworfen von allem, was so im Leben passiert. Und das ist, wenn man seinen Konsum im Griff hat, nämlich auch so. Denn genau wie Essen oder Rauchen, Saufen, Fressen, kann auch Konsum eine Sucht werden. Und ne, Kaufrausch und diese Sachen, aber hier, wo wir bei Süchte sind und vielleicht noch nicht mal stoffgebundene Süchte, Amerika hat ja gerade ein Pornosuchtproblem. Durch das Internet und dass Pornos überall verfügbar sind und illegal runtergeladen werden können oder man dafür kauft und solche Sachen. Auch das geht. Und auch da Bewusstheit in Bezug auf Konsum. Man muss einfach ein gesundes Maß finden bei all dem Rauchen, Saufen, Fressen, Pornos und Konsum. Und da spielt Minimalismus mit rein. Und das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch intellektuell nicht überfordert mit diesen Gedanken und ihr konntet mir folgen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr keins mehr nicht verpassen wollt. Abonniert mich, sagt ciao, bis morgen, eure Silke.